Also, was ist Architektur? Architektur ist ein schöpferischer Vorgang, der von drei großen Bezugsfeldern abhängig ist. Das eine ist das gesellschaftlich-individuelle, das ist unmittelbar mit der Person, mit den Personen zusammenhängt. Das zweite ist das räumlich-dreidimensionale und das dritte ist das visuell-optische. Eine Art von Überbau sehe ich aber sicher problematisch. Das ist das Künstlerische und das Irrationale, vielleicht sogar das Metaphysische. Zwei Aussagen faszinieren mich sehr, stimme ich weitgehend zu. Die eine Definition und Anführungszeichen von Le Corbusier: Architektur ist das großartige und korrekte Spiel der reinen Körper unter der Sonne. Unvollständig, schön, poetisch. Das zweite von meinem Freund Hans Hollem: Architektur hat zwei entscheidende Komponenten. Das eine, die Konditionierung der Körperwärme, und das zweite, Ritual und Kult. Sollen wir zur nächsten Frage weitergehen? Ja, okay. Also, was kann Architektur? Architektur kann sehr viel: schützen und verunsichern, beruhigen und aufregen, erregen, begeistern und deprimieren. Ich habe das Gefühl, dass ich auf vier Beinen stehe, die ich alles sehr schätze und die natürlich voneinander abhängig sind. Das eine ist das Bauen, logisch. Das zweite ist das Lehren. Das dritte ist das Schreiben. Und das vierte ist das Helfen. Weitere Definitionen? Nein, das ist gut. Also sehen Sie sich als Teil einer Strömung in der Architektur? Haben Sie einen Namen für Ihre Position in der Architektur oder Vorbilder, außer jetzt Le Corbusier, wie Sie zum Beispiel zitiert haben? Le Corbusier habe ich zitiert im Zusammenhang mit dem Zitat. Vorbilder in dem Sinn gibt es wahnsinnig viele und doch wieder keine. Ich glaube, dass sozusagen das Idol in der Architektur heute kaum mehr existiert. In meiner Generation eher noch. Natürlich, wir waren im Spannungsfeld von Le Corbusier und Mies van der Rohe. Das waren also die konträren Positionen, das waren die aufregenden Diskussionen der ersten Nachkriegszeit. Aber das hat sich total gewandelt, weil wir uns mit einer solchen Unmenge von Einflüssen auseinandersetzen müssen. Und der Star-Architekt ist natürlich ein unsinniger journalistischer Ausdruck. Gibt es vielleicht Bücher, die Sie sehr inspiriert haben in Architektur oder vielleicht in anderen Feldern Gedanken, die Sie aufgenommen haben? Sie haben ja auch Architekturphilosophie gelehrt, nicht? Viele Bücher. Ich kann also da auch nicht sozusagen ein Standardwerk zitieren, wo sozusagen über Nacht und nach dem Lesen des Buches man plötzlich eine Inspiration gehabt hat. Das ist ein sehr schönes Modell, kommt wahnsinnig selten vor, mir ist es nicht passiert. Okay. Und dann vielleicht die letzte Frage, wie Sie entwerfen oder was Ihre Entwurfsmethode ist. Ich glaube, es gibt zwei Methoden und mehr oder weniger habe ich beide praktiziert, obwohl ich sehr wenig gebaut habe. Die eine Methode geht aus von der Fantasie, von der Inspiration, braucht dann die rationale Kontrolle, die Überprüfung durch das Denken. Dann ist es so ein Ausgangspunkt von der Fantasie, ist es dann durchaus legitim.
Das zweite ist der Ausgangspunkt von der Rationalität, von der Ratio, vom Denken, Überlegen, Rechnen. Dazu braucht es meiner Meinung nach dann einen Überbau, eine Ergänzung, eine zusätzliche Position durch die Fantasie, durch die Kunst, durch vielleicht sogar irrationale Momente. Die Methoden sind abhängig von der Aufgabe und können also nicht generalisiert werden.